Hi meine Lieben, ja heute habe ich einen neuen DM-Haul für euch und dieses Mal ist es eine Kooperation mit der lieben Christina Tiger. Sie ist einfach so unglaublich schön, Leute. Ihr müsst sie euch unbedingt anschauen und auch eine so, so liebe Person. Und ich hatte schon mal eine Kooperation mit ihr, aber das ist glaube ich fast 2 Jahre her. Und ich dachte mir, ich mache mal noch eine, weil sie unbedingt mehr Abonnenten verdient hat. Also sie ist wirklich eine ganz großartige, hübsche Person. Und schaut unbedingt noch bei ihr vorbei. So, und ich beginne mal mit diesem Duschgel hier von Balea. Es sieht schon mal wunderschön aus, also richtig sommerlich. Und oh mein Gott, es riecht auch so. Wenn ihr diesen Geruch kennt, wenn man am Strand liegt und sich eingecremt hat oder Leute um einen herum sind, die Sonnencreme eben benutzen, das riecht genauso. So After Sun und Sonnencreme in einem. Oh, so richtig so leicht kokosmäßig, aber nicht so arg. Es ist wirklich so eine April-Lotion-Sonnencreme-Duft. Also wirklich ganz, ganz toll. Leider geht es ein bisschen verloren oder es verfälscht sich ein bisschen unter der Dusche, habe ich mittlerweile gemerkt. Es ist leider nicht hundertprozentig so der Duft dann auf der Haut wie eben dort in der Flasche. Aber trotzdem, allein vom Design und oh, dieser Duft, ihr müsst dran riechen, es riecht unfassbar gut. Dann habe ich hier ein Produkt von Garnier für die Haare. Und ich bin eigentlich kein großer Garnier-Fan, aber davon schwärmt die Tara vom Kanal Tamtam so sehr, dass ich es jetzt unbedingt ausprobieren wollte. Das nennt sich Wunderöl und ist so ein Spray, eben so ein Ölspray. Und es macht die Haare nicht ölig, wenn man nicht 10 Sekunden auf eine Stelle drückt oder eine Stelle bleibt. Darin sind Fruchtöle von Aprikose, Mango und Mandel. Und es riecht sehr aprikosenlastig, also sehr fruchtig, richtig angenehm. Und ich mache das auch unten so ein bisschen in die Spitzen rein oder in dem unteren Teil eben. Und es macht wirklich schöne Haare, also es ist wirklich richtig gut. Und es ist nicht so beschwerend. Hier steht auch federleichte Pflege und ja, man kann es wie so ein Sprühnebel benutzen. Es ist ganz, ganz fein. Je nachdem kann man auch ein bisschen stärker irgendwo reinsprühen oder auch weniger. Aber es macht einen schönen Glanz und die Haare duften sehr, sehr gut danach. Also so ungefähr 1,5 bis 2 Stunden bleibt der Duft auf alle Fälle. Manchmal auch länger, wenn man es über Nacht einsprüht, habe ich schon gemerkt. Am nächsten Tag riechen die auch noch leicht danach. Also ich finde das sehr gut. Wahrscheinlich ist es voll mit Silikon. Das kann gut sein, ich möchte es gar nicht, ja doch, das erste ist schon was, aber es ist auf jeden Fall, es macht die Haare schön und wenn man sie drunter gepflegt hat, schon beim Haarwaschgang oder so bei der Kur, dann kann man das auch noch drüber benutzen, das ist ja dann nicht so schlimm. Ja, also ich bin begeistert davon und es riecht eben sehr, sehr gut. Und wenn wir schon beim Thema Haare sind, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, ich habe meine Haare wieder ein bisschen dunkler gefärbt. Das sieht in der Kamera allerdings immer mindestens 2 Nuancen dunkler aus, wie es eigentlich bei mir ist, wenn es im Tageslicht zu sehen ist. Ja, es sieht auch jetzt wieder sehr dunkel aus. Also ich habe die ganz frisch gefärbt. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt rüberkommt so. Es ist jetzt wieder ein mittleres Braun, Ticken dunkler auf jeden Fall. Und viele fragen mich immer unter Instagram-Bilder und alle möglichen, was ist deine Haarfarbe, mit was hast du sie gefärbt? Das Ding ist, meistens ist bei Instagram noch ein Filter drüber und dann entspricht es schon mal nicht meiner originalen Haarfarbe und je nach Lichteinfall ist das natürlich auch nochmal anders. Und meistens benutze ich auch gerne Tönungen und ja, dann wäscht sich das wieder raus und ein bisschen bleibt dann doch irgendwie im Haar und ist immer total unterschiedlich. Jetzt hatte ich eine ganze Zeit lang das Schokobraun von den L'Oreal Casting Creme Glossen. Und jetzt habe ich mir, weil es so einen rötlichen Stich schon mit drin hat, also die Farbe ist Schokobraun und davon hatte ich auch noch Haselnuss und solche Sachen. Jetzt habe ich mir die Nummer 600 Dunkelblond genommen und ich wollte jetzt kein Blond, aber es gibt ziemlich dunkle Brauntöne und nicht so hellere. Und wenn, dann gehen die so krass in diese orangene Richtung und das wollte ich nicht. Also ich wollte schon mal gern wieder Karamell und so haben, aber das wäre mir dann zu orangestichig bestimmt geworden, weil ich eh schon so einen hellen Unterton auf einmal hatte, so ein ausgeblichenes Braun eben und das war zu sehr in die warme Kategorie gegangen. Deswegen dachte ich mir, ich nehme jetzt mal 600 Dunkelblond, das hat einfach nur natürliche Reflexe und kein Stich ins Warme, kein Goldstich, kein kastanienrötlichen Stich oder sowas. Deswegen habe ich mich jetzt mal für die Nuance entschieden und das habe ich jetzt frisch gefärbt, also erst einmal gewaschen oder frisch ausgewaschen mehr oder weniger. Und ja, es kommt jetzt eben dunkler rüber. Ich hoffe, ich kann euch noch ein Bild einblenden, wie das im Tageslicht aussieht. Aber ich bin generell von denen sehr begeistert und einzelne Packung reicht auch für die kompletten Haare. Obwohl ich jetzt die Spitzen ein bisschen ausgelassen habe, weil ich so einen leichten Ombre-Effekt wieder haben wollte. Aber so ganz gut kommt das, glaube ich, nicht rüber. Ich wollte es auch nur ganz leicht, aber wenn ich das so hochhebe, oh doch, dann sieht man es doch schon. Aber im Verlauf sieht man es, glaube ich, nicht so ganz arg. Ja,
Und das hier unten ist noch die Haarfarbe, die ich vorher hatte. Und dann habe ich so verstrichen und probiert, irgendwie so einen leichten Ombre reinzubekommen. Und ja, also ich mag diese Casting Creme Gloss Tönungen. Die halten so 6 Wochen. Also da steht, glaube ich, 8 drauf. Aber wenn man 6 Wochen geschafft hat, ist schon super. Meistens sind sie ein bisschen schwächer. Und ich lasse die auch 30 Minuten einwirken statt 20. Aber ich finde die super. Und die kosten um die 4, 5 Euro. Und kaufe immer mal wieder diese Serie nach. Dann habe ich hier von Balea einen Lippenpflegestift. Und ich bin ein gesegneter Lippenpflegestift-Junkie. Ich brauche sie nicht wirklich, aber ich bin ein kleiner Suchti nach fruchtigen Lippenpflegen. Und dann will ich sie meistens haben. Diesmal habe ich mich von Balea für die neue Sorte Melone entschieden. Und die ist richtig gut. Also pflegetechnisch, finde ich, ist die besser als die meisten Balea Pflegestifte. Und sie riecht auch sehr, sehr gut. Also kann ich euch echt empfehlen. Ich bin positiv überrascht von dieser hier. Ich dachte mir, oh, Melone, wer weiß. Aber probierst es einfach mal aus. Die sind ja sehr günstig. Und ich bin sehr überrascht. Das Gefühl ist sehr angenehm auf den Lippen. Und auch der Duft ist wirklich richtig gut. Dann habe ich mir von P2 zwei neue Blushes zugelegt. Und zwar diese beiden hier. Einmal die 040 Touch of Rose und hier die 030 Touch of Peony. Und das ist so ein Peach-Ton und das ist so ein richtig schönes Altrosa und darauf stehe ich ja sehr. Und ja, ich glaube, die sind auch ein bisschen gehypt auf YouTube. Ich habe die schon ein paar Mal gesehen und die haben auch so einen schönen Glow drin. Und ja, die haben mir sehr gut gefallen und dann mussten die einfach mit. Dann habe ich zwei wunderschöne Nagellacke entdeckt, die ich auch schon die ganze Woche übertrage auf meinen Nägeln. Einmal dieses wunderschöne Altrosa. Das ist die Nummer 57 Carl Zeiss Très Chic. Und einmal hier die Nummer 26 Raspberry Fields Forever. Und das ist so ein richtig schönes Rotpink. Mehr Rot, aber auch mit einem Touchpink. Und das finde ich so perfekt. Oh, ich liebe diesen Ton. Und so ein zartes Altrosa, das geht bei mir einfach immer. Ich liebe diese Farbe ohne Ende. Und ja, die mussten beide mit. Die sind richtig super. Und zum Schluss habe ich noch 3 neue Nude-Entdeckungen, die richtig toll sind. Ich liebe ja Nude-Lippen ohne Ende. Das zum einen von Catrice aus der Ultimate Color Serie, die 380 Nude Tastic. Das ist den ich auch gerade auf den Lippen trage. Und der hat so einen wunderschönen Beige-Einschlag, ohne dass es zu krass aussieht. Also der sieht richtig schön aus. Ich finde, das ist ein ziemlich perfektes Nude. Dann habe ich hier einmal überraschenderweise von P2. Ich mag die P2 Lippenstifte gar nicht, aber der ist super. Den habe ich auch in meinem letzten Video, glaube ich, getragen. Das ist ein helleres Nude, aber auch sehr angenehm auf den Lippen zu tragen. Und das ist mir ganz wichtig, weil wenn es so komisch sich absetzt oder so innen so einen komischen Rand bildet, das kann ich gar nicht haben. Und das ist bei dem auch gar nicht so. Und der hat auch so einen wunderschönen Beige-Einschlag. Das muss man eben mögen, aber ich liebe solche Lippenstifte. Die passen zu jedem Augenmerk ab und machen eben so irgendwie so ein süßes Gesicht oder wie soll ich das nennen, das schmeichelt einfach dem Gesicht sehr. Und dann noch ein Lip Liner, den habe ich allerdings noch nicht getestet. Der ist von P2, aus der Perfect Color Reihe. Der hat hier vorne so einen ja, normalen Stift, wo man seine Lippen umranden kann und auch ausfüllen kann. Und dann noch so ein Pinselchen, in dem man das eben so ein bisschen verstreichen kann. Den habe ich allerdings noch nicht getestet und werde ich auch noch ausprobieren. Ja, und das war's jetzt mit meinem DM-Haul. Schaut unbedingt jetzt noch bei der lieben Christina vorbei. Und ich habe vor, in nächster Zeit ein paar andere YouTuber noch zu pushen, die es meiner Meinung nach wirklich verdient haben, mehr Abonnenten zu bekommen, dann lasst mir doch ein Feedback da, wie ihr das so findet, ob ihr das gut findet oder ich das eher lassen soll. Das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!